die Schweine und willkommen zu einer neuen Folge Bildet. Ich bin so voller Tatendrang, ich kann die Kamera gar nicht ruhig halten. Wisst ihr eigentlich, was wir für ein Problem haben? Ja! Nein. Wenn es niemals Bucket für 1.8 geben wird, ne? Scheiße, was dann machen wir dann? Können wir Bildet auch nie auf 1.8 updaten? Da. Also das können vielleicht wir nicht, gibt's ja irgendwann die Mod-API. Lol. Mit Clone-Befehlen machen hier. Was tust du? Ja, eine Ecke. Achso, das Gebäude geht weiter. Direkt dran, ne? Ja. Hey, also wir haben uns jetzt hier drauf geeinigt, oder? Ja. Ja. Soll ich mal ich kopiere es einfach mal auf die andere Seite. Da ist jetzt einfach mal eine Woche Gras drüber gewachsen und dann ist einfach gut. Dann ist das halt so. Da wird es gar nicht mehr diskutiert. Lass es scheiße aussehen, ne? Egal. Nein. Das wird jetzt einfach mal genommen. Hier. Jetzt habe ich die Hälfte gehalten, habe ich gesagt! Hier, die Blöcke ruhen. Die Blöcke, man muss die Blöcke gehen lassen. Man lässt doch Teig gehen. Oder ziehen oder kommen. Was sagt man? Man lässt sie ich habe heute wieder den übelsten Fail hingelegt, ey. Ich am Shoppen in meinem Rewe, ne? Dann ja. Ist da Ben & Jerry's reduziert von 5,98 oder nee, 5,89 glaube ich, auf 4,99. Das Schnäppchen unter den Schnäppchen, der Killer unter den Geldbeutelsparern. Und ich so, oh geil! Wenn das billig, so billig ist, fast geschenkt, ne? Fast geschenkt, muss man ja sagen. Auf Vorrat kaufen. Dann muss ich auf Vorrat kaufen, gleich zwei Becher eingepackt. Kühltruhe voll. Zwei sind doch kein Vorrat. Du hättest mich mal sehen müssen, als einmal Katjes. Du musst doch auch die Größe des Gefrierfachs dazu sehen. Als einmal Katjes im Angebot war, da habe ich Kilo. Na gut, ich habe vier Packungen. Nein, okay, aber pass auf. Ich so, oh ja, geil, zweimal Cookie Dough kaufen, ne? Cookie Dough, Bro. Will ich hier vorhin den ersten einmal wegsnacken? Scheiße, das war gar nicht Cookie Dough, das war half baked. Ja, das ist. Es schmeckt auch gut. Ey, was ist denn half baked? Da sind dann auch so Schoko-Brownies halb gebacken. Ist doch voll geil! Das ist mir bei denen zu massiv. Dieser Cookie Dough, das sind immer so kleinere Stückchen und die sind mehr süß. Und das ist halt so. Also, es schmeckt auch voll geil, aber ich war halt der festen Überzeugung, ich hätte halt auch zweimal Cookie Dough gekauft und war dann doch leicht verwundert zu Hause. Und sonst so? Bei euch? Alles gut. I cannot clake. Ich bin ganz früher, ja. Machen wir Doppeldecke? Nee, oder? Oh shit, das mit den Kopieren ist ja totaler Bullshit. Ja, ich hole mir jetzt einmal das Muster rüber. Machen wir Doppeldecke, ist die Frage. Zweier. Nee, keine Doppeldecke, das macht das Gebäude. Also die Ecke haben wir ja schon. Zweier, einer. Ja, Kian, kannst du hier erstmal die Fassade hochbauen und kann ich hier schon mit der Terrasse anmachen. Ja, ist jetzt die Frage, wo ist jetzt die Terrasse? Ja, hier oben, quasi auf der Etage drauf, hier. Ich glaube, hier haben wir die Fachtermini, was ist das für eine Terrasse? Business Area. Eine Business-Terrasse, Andi. Es ist eine Terrasse ausschließlich für Business. Business? Die ist extra dafür ausgelegt. Kann ich mich da hinsetzen und das Intro machen? Dick Business! Big in L.A., hä? Das wäre schon ganz schön hart. Erkennst du mich doch, ich bin hart. Kian, aber nicht genau drüber. Was denn sonst? Du willst versetzen, oder? Wie soll ich denn das ordentlich versetzen? Sag mir bitte mal. Weiß ich nicht. Kopier's bis hier und versetzt es irgendwie um drei Blöcke. Warte mal, dann. Eigentlich. Oder? Findest du das gut? Nein, Ruhe! Wir können es auch so lassen. Nein, ich habe eine Idee. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Nein. Wenn der Nachbar hört, wie Kian Breaking Bad auf seinem Handy im Bett schaut. Und wer es auch hört, wie ich rumschreie? Und wer es auch hört, wie du immer rumschreist. Ey, erstmal, schreien tue ich gar nicht so viel. Stimmt, ein bisschen laut. Nein, nicht in der Lautstärke. Und, Andi. Andi hat so echt was klappert, wenn er hört, wie bei meinen RTL bei den Nachbarn reindröhnt. Ich hab meine Nachbarn schon mal ficken gehört. Ja, siehst du? Außerdem war das ja auch noch zu später Nacht. Ich meine, ich kann mich ja gerade mit meiner Mutti streiten, ja? Das bis zu einem gewissen Grad. Ich finde das gut und dann setzen wir die nächste wieder quasi richtig drauf. Dann haben wir so ein Zickzack-Muster. Ey, meinst du? Ich hätte jetzt eher gesagt so ein Linienmuster. Lass mal, wir probieren. Was, immer weiter rumziehen oder was?
Ja, quasi. Ja gut, aber jetzt ist ja erstmal Business ins Wasser. Business Area. Kann sein, dass Nachbarn bis zu einem gewissen Grad der Lärmbelästigung tagsüber nichts machen können. Naja, wenn du hier Hyper kommt hörst. Kommt drauf an, wenn du die Mittagsruhe störst. Und zwar Full Metal. Alter, Mittagsruhe ist gesetzlich hier festgelegt, die Zeit. Das ist immer auf Landesebene. Die meisten Bundesländer haben das gleiche. Sag mal, hat hier eigentlich wieder irgendwer gekokst beim Bauen? Warum? Das Muster ist schon wieder komplett für den Arsch. Wir müssen jetzt müssen wir mal hier Tacheles reden, ist das Muster für den Arsch? Ich hab das absichtlich. Komm mal her hier. Hier ist neben der Säule jeweils klein. Klein? Ja. Andi macht immer nur klein, statt dass er groß macht. Hier ist klein, dann müsste ja hier groß sein, aber hier ist groß. Ja, du hast das so gebaut. Nein, das habe ich nicht. Natürlich. Wie machen wir es? Hey, du hast extra gesagt, das soll random sein, nicht symmetrisch. Das haben wir auf Band. Nein, dass das kack hässlich wird. Deswegen lassen wir das jetzt auch. Nee, aber nicht so. Mach, was du willst. Ich baue eine Terrasse. Stopp. Däum, was meinst Andi, du? Welche Terrasse meinst du eigentlich? Deine Mutter. Ach, du meinst die Business-Terrasse. Nee, ich baue gerade an deiner Mutter. Die Business-Terrasse. Däum, wir müssen jetzt hier mal Tacheles reden. Wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen, ja? Ja, ich bin gerade... Ja, mal kurz schauen, ob ich überhaupt einen freien Termin für dich habe, so produktiv wie ich gerade bin. Das ist natürlich schwierig. Ja, ey, wir haben übrigens Glück, das geht auf. Was? It's going up. It's going up. Komm, jetzt komm nochmal bitte her. We're going timber. Also okay. Machen wir es so, dass jeweils. Hey, wo gehst du hin? Ja? Hier klein. Ich mache ja nicht klein. Ich mache groß. Also nochmal bitte, ich hab den nicht verstanden. Spaß. Hier ist neben der Säule links und rechts das kleine Fenster. Oh, scheiße. Aber da müsste hier links und rechts das große sein. Boah, warum folgt ihr überhaupt solche Variationen ein? Das wird doch gar. Das kann doch nur zu Fehlern führen. Ja, ist nur eine Entscheidungssache. Aber ich finde, es sieht eigentlich besser aus, wenn es immer dieses. Ich krieg schon Kopfschmerzen, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Ach, Spaß. Ja, so schwer ist das jetzt nicht. Es ist einfach total unnötig, vor allem, weil ich es auf der anderen Seite gar nicht beachtet habe. Spinnert? Habe ich einfach durchgehend groß gemacht. Was? Ernst? Du bist einfach nur inkompetent. Ernst? Was heißt durchgehend groß? Also, schau's dir an. Groß, klein. Also groß. Ja, er ist genau gemacht wie drüben. Ja, was weiß ich denn? Ja, ihr redet gerade über so richtig verstörende. Nee, es ist nicht wie auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite ist das dritte klein groß. So, pass auf. Es ist jetzt immer abwechselnd. So, das war mein Plan jetzt. Möchtest du es nochmal verstehen, Don? Es ist immer noch nicht abwechselnd. Doch. Klein. Stimmt, hier liegt groß. Ja, okay, klar. Alles ich hab's gerade ja gefixt, darum ging's mir ja gerade. Dann machen wir's so, oder? Klärchen, Bärchen. So, pass auf, das heißt, hier musst du anfangen mit einmal klein. Genau. Und jetzt fixe ich ja dank modularer Bauweise easy to fix. Richtig. Da hat sich der Architekt echt Gedanken gemacht. Der Architekt nennt sich immer zuerst. So. Groß. Das ist jetzt groß. Der Architekt ist ein Arschloch. Und dann Kleen. Dann geht's mit Kleen los. Shit. Wusstet ihr, dass es unter Architekturstudenten ein am meisten verbreitete Phänomen ist, dass man abgetrennte Fingerkuppen und eingerissene Nägel hat? Nö. Yeah. Weil die immer diese Pappmodelle mit einem Cutter zuschneiden und so. Wenn du viel mit dem Cutter arbeitest, wenn man Innenarchitekt wird. Aber sag mal, Andi, meinst du, das ist wirklich so schlau, diese Business-Terrasse auf der ganzen Größe zu machen? Ja, natürlich. Na, ist es ja nicht die ganze Größe. Nee, ich meinte, ich hätte jetzt eher gedacht, warum nicht. Ja, keine Ahnung, also man hätte halt auch so ein L machen können, ne? Ja, das geht jetzt quasi ja noch hier so quasi bis hier rüber und dann. Innenarchitekten, wie ist das bei denen? Das weiß ich nicht. Malen die mehr? Das sind die auch mehr so die Modeller. So, keine Ahnung, die stellen mehr so Sofas und Treppen. Der Trend geht aber auch immer mehr zum digitalen Architekturdesign. Wow. Ja, ich glaube, so das grobe Ding wird quasi. Achso, na gut, es wird gezeichnet. Ja, hey, warum macht man so Papier, wenn man es auch am Computer machen kann? Weil du Papiermodelle in die Hand nehmen kannst. Junge Andi, lol. Du erkennst einen guten Architekten daran, dass er seine Häuser in Sims entwirft. Sad but true. Ich wette, vor allem, weil man dann auch sowas wie Häuserdicke, Wanddicke und so bestimmen kann, oder? Andi, like I give a fuck. Like I give a fuck? Yes.
I do. Ja, ich hab das Bedürfnis, dass hier oben auf der Terrasse ein Baum hinkommt. Hat denn dann zwei Junge. River. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ey, ohne Jungs, ohne Spaß. Spaß. Wir brauchen den Janosch im Foyer. Andi, du bringst es mal wieder auf den Punkt. Die Welt. Das ist doch der Original-Janosch sogar, ne? Oder? Hey, der Original-Janosch steht da hinten. Ja, das sag ich ja hinten in dem anderen Bürogebäude. Wir suchen mal Janosch, damit alle Zuschauer, die nicht wissen, wer Janosch ist, Bescheid wissen. Das habe ich gerade gekopiert, deshalb. Da mache ich jetzt hier ein kleines Fenster in, weil sonst ist Kacke. Ich werde die nicht ganz so kundigen Zuschauer mal aufklären, was ein Janosch ist. Also, im Allgemeinen. Also, das ist der Fachtermini für. Im allgemeinen Sprachgebrauch, beziehungsweise in der Fachsprache, fehlt dir eine Tür. Ich glaube, ich habe. Oh, da ist immer noch dieses scheiß Schlüssel. Tür einschlagen. So. Also, ein Janosch ist ein Baum, der innerhalb eines Hauses wächst. Kurz gesagt. Das ist der Fachtermini dafür. Und hier, und hier ist der erste Janosch, beziehungsweise der Ur-Janosch. Einmal jährlich, nein, der steht auf meinem Server. Einmal jährlich pilgern hier Architekten aus aller Welt hin, um den Janosch zu betrachten. Wobei das hier natürlich nur ein Replika ist. Der Original-Janosch ist natürlich sicher verwahrt, damit er nicht zu Schaden kommt. Es wird ja auch gemunkelt, dass die Mona Lisa, die da ausgestellt wird, nur so eine Replikation ist. Ja, und wenn schon, das erkennt auch kein Mensch. Ist echt so. Bild abfotografieren oder von einem Chinesen kopieren lassen, fertig. Aber warum gibt man es dann nicht zu? Wo ist das Problem? Weil das sau viele Besucher dann denken, das ist ja eh nicht die echte, warum soll ich da hingehen? Aber ich weiß es ja nicht, ob es so ist. Das wird mir immer so, ich bezweifle, dass die da die echte da hingehen. Andi, können wir jetzt mal bitte eine genaue Kante bekommen, bis wohin dein... Ist doch schon. Exactly. Ja. Sure. Ja. 200% sure. I'm 200% nigger. Alright. Hab ich auch gedacht. Das ist keine Diskriminierung, das ist ein Lied. Naja, das Beste war, ich habe das letztes Mal einem Kumpel gezeigt bei uns in der, im Arbeitsbereich. Und da kam noch so ein Angestellter von der Uni vorbei, hat das gehört, hat sich erstmal übelst abgelacht. Weil er es halt kannte. Abgelacht. Apropos Intro. Apropos Proteine. Nein. Ja. Ich war auf einer Familienfeier. Und da passiert es ja regelmäßig, dass dann nach dem Mittagessen ein Spaziergang gemacht wird. Boah, ich hab es gehasst. Kuchen. Ja, aber mittlerweile mag ich es, vor allem wenn es in so Räumen ist, wo man zero Luft bekommt. Und ja, auf jeden Fall. Ja, es ging dann zu einem Gewaltmarsch um einen See. Und dann irgendwie, da war so ein verkacktes. Kennt ihr diese Tret-3-Räder? Es gibt nur Tret-3-Räder. Ja, so Tret-3-Räder auf dem Wasser, meine ich. Nee. Tretboote. Kennt ihr? Nein. Ah, Tret-3-Räder, ja, kenn ich, klar. Und die Räder, klar. Die hinteren Räder haben so kleine Schaufeln. Klar, Obvi, nee, kenn ich. Ja, klar, kenn ich. Auf jeden Fall, Wie heißt das denn? Tret-3-Rad. Ich weiß nicht, wie es heißt, ich weiß auch, glaube ich, Wasser-3-Rad weiß. Halt. Weiß nicht, verdammt mal. Fede! Auf jeden Fall kamen wir darüber auf so Wassersportgeräte zu sprechen, ne? Sport. Und dann haut meine Tante so raus, ja, wie man halt auf dem Wasser irgendwie sich bewegen kann. Sport. So. Sportgerät. Sport. Und dann sagte meine Tante, ja, ich hab mir mal überlegt, einen Stand-Up-Paddler zu kaufen, ne? Und ich so, kenne ich nicht. Ist mir zu modern. Und dann saß da so ein Typ auf der Bank, den wir überhaupt nicht kannten. Der saß da einfach, ne? Ja. Guckt von seinem Handy auf und fängt lauter als an zu lachen. Er meinte, ja, der war gut. Fand ich auch witzig. Zu modern. So richtig random. Hast du echt modern gesagt? Ja, weil ich modern gesagt habe und meine Tante war so ganz interessiert. Wie, kennst du nicht? Modern kommt. Deiner Generation muss man das doch kennen. Nee, ja. Sagst du, ich. Nee, Tante, weißt du was? Wenn ich Sport machen will, dann gehe ich nach draußen, in die Natur. Ja, bist ja auf dem See, ne? Eide Porte. Hey, aber das dieser Tretpaddler, ja. Stopp, was ist denn jetzt ein Standpaddler? Da, das ist so ein Surfbrett. So ein Surfbrett, you know? Ich dachte, das wäre so ein Ding, was man sich zu Hause ins Haus stellt. Die Janosch-Kammer wurde. Die Janosch-Kammer wurde übrigens. Nee, ich glaube, das ist wirklich so ein. Was machst du eigentlich, Däum? Hä? Alter, da ist ja noch mehr Abwechslung. Ich bin für die komplette Seite hier verantwortlich. Hier ist ja noch mehr Abwechslung, Däum. Wo ist Abwechslung? Oh, ich hasse Abwechslung. Ich bin überfordert. Jan, da ist kein Muster drin. Doch. Nein, du hast es total random gemacht. Es ist immer abwechselnd. Unten. Oben. Ach so, ja, klar. Unten.
um. Richtig, und Andi, ja, allein dieser Termini widerspricht deiner These, dass das Ganze total random sei, ja? Termini. Hier anhaufen, welche Fachausdrücke random sind. Oh, Fachtermini durcheinander zu werfen. Was? Fachtermini, hab ich gehört? Als Maul. Also wir beginnen mit unten. Däumen, wir beginnen hier mit unten. Bevor wir dann nach oben gehen. Oh, sorry. Nee, warte, wird das jetzt unten oder oben? Sorry. Oh, Alter, warum machen wir eigentlich immer so behinderte Sachen? Das ist so unnötig. Es interessiert keine Sau, ob das irgendwie abwechselnd und ist. Ja, mich schon. Das interessiert jeden. Das ist ein essentielles Stück. Du baust dein Haus, ne? Es ist eine Kernkompetenz. Du baust dein Haus und da sind dann alle Sachen falsch. Das ist falsch. Das, ja, Alter, Andi, geh du mal arbeiten. Tu ich. Du mal ein Intro fertig. Was ist das denn? Ach, komm, sag mal, kommt hier der Jan noch hin? Wo? Hier? Nein, warum soll ich denn da der Jan? Was ist denn dieser komische, dieser Kasten hier? Keine Ahnung. Wer macht sowas? Oder soll das Gebäude da... Nein, ich weiß nicht, wer das getan hat. Der Janosch kommt hier in die Eingangshalle, du. Sag mal, warum? Warum haben wir jetzt eigentlich wieder zwei untere Etagen? Haben wir doch gar nicht. Haben wir. Nein. Es ging darum, dass wir jede Etage exakt gleich haben wollen, um die kopieren zu können und nur irgendwelche Farben zu ändern. Hey, wir haben doch jetzt quasi... Ja, wir haben jetzt quasi unten eine Eingangshalle. Richtig. Und dann haben wir da eine normale Etage. Und dann haben wir andere Etagen. Also haben wir schon wieder null Wiederverwendbarkeit in den unteren zwei Etagen. Hey, wir können die doch einfach so bauen, dass wir quasi diesen Teil hier abschneiden können. Bullshit, Andi, das hat noch nie geklappt. Andi, das kriegst du hin. Und du hast versagt. Aber das vierte Stockwerk. Du hast versagt. Das vierte Stockwerk kann dann hochkopiert werden. Nein, das grandios. Wir haben einfach komplett als arbeitsscheue Architekten versagt. Grandiose Leistung. Naja, wir machen wieder so schöne Großraumbüros wie da drüben. Einfach massenhaft PC-Arbeitsplätze. Ja, so sieht das ja auch aus. Muss ja gut, unten. Muss funktionieren. Und am besten eine gigantische Mensa. Mensa. Mensa, mein Gott. Aber ein, wo man mit wenig Geld gutes Essen bekommt. Deutsches Essen? Aber auch Ansprüche daher. Von mir aus auch internationale Küche. Beides. Ich möchte Vielfalt nicht in meiner Architektur, sondern in meinem Essen haben. Okay. Ich war letztens, also apropos Familienfeier, waren wir essen. In Essen? Nein, wir waren essen. Wir waren essen. Südamerikanisch-asiatisch essen. Das war so ein Das war so ein Mischmasch-Restaurant. Dangerous, meine Herren. Es hat nicht, also es hat gut geschmeckt, fand ich. Aber irgendwie war allen Gerichten ich weiß nicht, ob es Kresse war oder irgendwas, aber das hast du aus jedem verdammten Gericht rausgeschmeckt. War es vielleicht Petersilie und es hat scheiße geschmeckt? Däum, ich weiß nicht, Petersilie schmeckt. Das war irgend so was Kresseartiges. Weißt du, was die schlimmste Art von Petersilie ist? Nein, diese Petersilie ist immer geil. Diese großblättrige. Das ist die beste, Alter. Alter, Andi, ich verstehe. Die ist am intensivsten. Es schmeckt einfach nur scheiße. Ohne Witz. Nein, es schmeckt einfach lecker. Sobald Petersilie auf meinem Döner ist, kann ich den wegschmeißen. Auf meinem Döner. Hey, das ist voll lecker. Ja, ohne Witz, Andi, das schmeckt einfach nur bitter. Ich verstehe nicht, was daran lecker sein soll. Das ist doch nicht nur bitter, das ist aromatisch. Jetzt, das ist aromatisch. Hey, Andi, bitte werf nicht wieder mit diesem Fachtermini um dich. Es schmeckt einfach scheiße. Es das fand ich mir. Es ist bitter. Warum soll das es nein. Übertönt den komplett anderen Geschmack. Überhaupt nicht. Es ergänzt das Ganze. Däumen, ich habe noch eine ganz famose Nachricht. Ja, bitte. Lenk mich einfach ab von Petersilie. Ja, komm doch mal kurz zu mir her hier. Lappen, Alter, Däumen. Komm doch mal kurz her. Lappen. Nein, du bist die Essens. Eine grandiose Nachricht. Ja? Weißt du eigentlich, was passiert, wenn wir die Fenster in jeder Etage verschieben? Wir können es immer noch nicht kopieren. Das funktioniert super mit dem Kopieren der Etagen. Das wird ein grandioses Freudenfest, meine Herren. In diesen Büros stehen Tische nie an den Fenstern. Fenstern. Okay, das heißt, wir können die Fassaden komplett unabhängig machen. Es ist trotzdem, haben wir mal wieder versagt. Nein! Wir versagen auf ganzer Linie. Wieso? Es sieht doch gut aus. Solange es gut aussieht, ist es kein Versagen. Ja, ich würde sagen, du machst einfach Texturen, die wir hinter die Fenster machen, damit es wie eingerichtet aussieht. Genau. Boah, keine Texturen das finde ich grandios. Nein, was grandios. Und packt die auf Blöcke. Ja, das meinte ich. Das meinte er. So, ja, zum Beispiel, wir können einfach die Hotelzimmer nehmen. Das sieht doch kein Schwein. Könntest du CCTV-Mod machen? Einfach Einwände hinhängen und einfach übertragen quasi. Ja, okay. Däumen beende die Folge. Mach ich, bevor wir hier noch. Kannst du wieder heulen. Aber ich muss sagen, sieht schon mal ziemlich geil aus. Aber es sieht geil aus. Immerhin. Aber wir sind ja auch noch nicht beim Einrichten. Meinst du, dass wir es hässlich machen oder was willst du damit sagen? Nein. Das ist noch macht Spaß. Also. Ja, macht Spaß. Ja,
Aber nicht, wenn du jede Etage im Prinzip gleich ist, du es aber trotzdem nicht kopieren kannst. Wir kriegen das schon hin. Also, wir hoffen, euch gefällt unser geiles Gebäude auch. Plus Jan, und schon dabei zu sagen, würde ich ein Abo. Lasst bleiben. Bis zum nächsten Mal.